Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Lange ist es her, dass ich hier vorm PC saß, aber heute gibt es wieder eine Reaktion auf eure Fails und ich brauche jetzt wieder eure Hilfe. Schickt mir jetzt eure Tricks, richtig geile Tricks, schickt die mir per Instagram, per Privatnachricht. Und dann gibt es bald auch wieder eine Reaktion auf eure Tricks. Heute auf die Fails. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich hoffe auch, dass ihr alle zu Hause auf jeden Fall rumsitzt, damit wir so schnell wie möglich bald wieder alle einfach aufs Bike steigen können und fahren gehen können. Das wünschen wir uns alle. Gerade jetzt bei dem geilen Wetter. Ich habe richtig Bock. Ich habe euch gesagt, ich habe so viele Ideen für dieses Jahr. Ich hoffe einfach, dass wir es schaffen können. Und ja, ich würde sagen, wir fangen heute direkt mal jetzt an hier. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, let's go. So. Okay, warte mal. Stopp. Nochmal, ich mach mal ein bisschen leiser erstens. Und zweitens, was zur Hölle? Boah, Alter. Also erstmal muss ich sagen, dass es mit den Schaumstoffpool, den mag ich sehr da im Wuppertal tatsächlich. Also ich komme gut mit dem klar, aber was macht er denn da? Sieht aus wie so ein Flair-Versuch. Und dann einfach eine Kopfnuss mit der Matratze. Ah, Alter. Warum reagiere ich eigentlich immer auf Fails? Das tut immer direkt weh. Aber ich muss auch sagen, ich kriege trotzdem auch Lust auf Sommer und einfach auf Fahrradfahren. Ey, scheiße. Ja, Baspin-Versuch. Zum Glück eine weiche Landung. Oh mein Gott. Ich muss nochmal zurückmachen, wie er dann da liegt. Guck mal. Pass auf. Einfach tot, gefühlt. Oh Mann. Okay, das war noch eine sanfte Landung. Aber da fällt mir direkt was ein. Genau solche Sprünge, pass auf, hatten wir irgendwann mal, wo ich damals gefahren bin. Und nebendran waren so Brennnesseln überall. Und ich bin einmal komplett in diese Brennnessel-Dinger gefallen. Alter, mein ganzer Körper war damit voll. Boah, das werde ich auch nie vergessen. Okay, das ging auch noch relativ sanft gelandet. Ah, im Gegensatz zu dem, Alter, einfach auf den Boden geklatscht. Oh. Alles gut. Oh Gott, ey. Da tut mir schon wieder alles weh. Und wenn ich das sehe, kriege ich auch wieder Bock, ey. Einfach so im Wald irgendwie selbst was bauen, einfach geil. Geil. 360 Bars mit Versuch, schade. Schade. Oh Gott! Oh mein Gott! Alter, wie viele Meter? Das sind doch locker so 2, 3, 4 Meter oder so von da oben nach unten. Was hat er denn gemacht? Alter, mit der Pedale hängen geblieben. Boah, Junge! Alter, scheiße, Digga, scheiße. Also mit. Oh ne, Zeitlupe, Alter. Oh ja, mit der Pedale. Oh, wenn da nichts gebrochen ist, weiß ich auch nicht, Alter. Mit beiden Händen voraus. Boah, Alter, scheiße. Das war der härteste bis jetzt. Das tat sehr, sehr weh. Und das war wahrscheinlich sanft, weil es auf Wiese war. Ah, geil, ey. Das sieht einfach so geil aus, auch wenn er hinfällt, aber einfach so. Oh, ich freue mich. Ich will wieder fahren, Alter. 360 Versuch. Lol. Okay, das muss ich noch mal sehen. Aber auch geil, Alter. Einfach so eine eigene kleine Pipe im Garten. Kann man mal machen. Boah, Qualität, Alter. Uiuiui. Der Futterer fällt hin und er fällt fast drauf. Qualität ist echt bei diesen Dirt-Sachen krank, ey. Die Lachen sind immer besser, aber er ist perfekt so in die Pipe rein. Reingerutscht. Whoop. Oh! Oh! Haha! Ei! Ein bisschen zu weit gedreht. Oh, ey! Komm, Junge! Oh, ey, da tut mir der ganze Rücken weh, ey. Aber vielleicht wollte er auch einen Double-Backflip machen. Los! Ah, schade, Alter. Hallo.
Alles gut? Schade, schade. Boah, geil, unter so einer Brücke, Alter. Oh mein Gott, ey, Leute. Das ist ganz schlimm für mich. Es ist geil, das anzugucken. Ach, Blums. Es ist geil, das anzugucken und ich freue mich auch, wenn ihr es schickt, aber ich krieg so Bock auf Fahrradfahren, das glaubt ihr mir gar nicht. Oh, oh. Ah. Ah, hä? Ist das nicht dasselbe? Jetzt ist nochmal dasselbe einfach losgegangen. Ich will es eigentlich gar nicht mehr sehen. Das... Ah, Alter. Ja, das kenne ich schon, Alter. Stopp! Das kenne ich schon, weil ich weiß, dass Keck und Patrick aus Dresden so Workshops machen. Workshops, Workshops. Heißt es Workshops oder bin ich gerade dumm? Egal. In der Halle, aber das Video habe ich schon gesehen bei jemandem in der Story von den beiden. Oh, Alter, Glück gehabt. Ich wäre wahrscheinlich über den Lenker geflogen. Aber ich muss sagen, ich glaube, das war auch meine allererste Spine, die ich jemals gesprungen bin, die hier in der Halle in Dresden. Und die war echt eklig, Alter. Wenn man das da lernt, ist irgendwie ganz komisch gewesen. Ich bin die auch ganz komisch gesprungen. Ich glaube auch so ungefähr halt. Einfach zu schnell und bam. Wer fliegt hin? Ah, okay, das ging ja noch. Das ging ja noch. Da ist wieder der 360 Barspin Mann und er fällt wieder hin. Was zur Hölle? Warum? Warum? Egal. Boah. Ich hab Bock auf Fahrradfahren. Scheibenkleister. Nice. Backflip to Vorwärtsrolle. Wieder die Spine. Oh. Dieser Schrei. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber dieser Schrei von ihr. Oh. Aber ey, das ging ja noch, ne? Ohne Witz, es hätte ja irgendwie viel schlimmer enden können. Es hätte ja sein können, dass sie da direkt auf dem Rücken fällt, aber sie macht so manuell noch und dann... Ja, irgendwie sah das noch ganz okay aus, aber irgendwie tat es auch weh. Oh mein Gott! Ich guck einfach einmal nochmal auf den Fuß kurz. Also, oder guckt einfach nicht hin. Oh, oh Gott, Alter, ich kotze. Boah, ganz schlimm. Ja, der labert ganz halt so drüber. Oh, zum Beispiel so, Alter. Das ist nämlich schlimmer als das, was ihr gerade passiert ist, glaube ich. Also, weil er instant da so. Zack. Wir labern ganze Zeit so drüber. Bam. Oh, aua, Alter. Ja, das ist der liebe Tom. Bei dem wir in der Halle waren. Wo ich den Backflip gemacht habe. Tatsächlich. Das erste Mal so. Der gute Mann, er geht ab. Geiler Park, Alter. Klingt wie Frankreich irgendwie. Oh! Oh Gott, Alter. Heilige einfach zieh durch und er rast einfach in den Wald rein, ey. Geil. Geil. Oh Mann, ey. Bald geht's wieder los, Leute. Aua. Aua, aua, aua. Boah, geil. Solche Landungen sind auch geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der wird doch so umgefahren gleich. Wenn das Video ist gerade gestoppt, aber er wird doch locker umgefahren einfach. Naja. Das war's. Das waren mal wieder eure Fails. Leute, jetzt seid ihr wieder gefragt. Schickt mir eure Tricks auf Instagram gerne. Schickt mir die gerne, wenn ihr Bock habt, dass ich da mit drauf reagiere und so. Wäre ganz cool, weil wie gesagt, rausgehen ist erstmal nicht, deswegen müssen wir erstmal wieder solche Videos machen, auch wenn ich es nicht mehr machen wollte, habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen, wenn nicht, dann guckt es euch gerne nochmal an. Folgt mir auf Instagram, ganz wichtig, und vor allem lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht hier Abonnent seid, und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Bleibt auf jeden Fall zu Hause, nochmal an euch die Bitte, umso schneller können wir wieder raus und vielleicht können wir irgendwie den Sommer damit retten. Das wäre gut. Das wäre sehr, sehr gut und ich höre gar nichts, weil das Ding so tief im Moor ist. Wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Komische Verabschiedung manchmal, Alter.